Hallo und herzlich willkommen bei Tipps, Tricks und Teamvorschlägen in Games of War. Heute geht es um das Wochenevent Nefertari auferstehen lassen. Als kleiner Tipp wie immer, guckt bei euren Gilden in die Belohnungen. Vielleicht habt ihr schon einige Token freigeschalten, also Token der Pharaonen, wie ihr hier seht. Weil ihr wisst, aus 3 Token der Pharaonen gibt es ein Abzeichen und aus 3 Abzeichen bekommt ihr einen Orden des Pharaonen. Das alle, die zwei, also die Abzeichen und der Orden, erleichtern euch ziemlich gut die Kämpfe hier. Mit welchem Team spiele ich dieses Event? Ihr seht, aktuell habe ich noch ein Siegel, das habe ich für euch aufgehoben, wie immer. Und ich kämpfe gegen Pharus Ra auf Level 110. Mein Team besteht aus 3-mal die Raffinesse und 1-mal der Nimbusbogen. Solltet ihr den Nimbusbogen nicht haben, könnt ihr auch 4-mal Raffinesse nehmen. Die Raffinesse bekommt ihr übrigens aus der Gildentruhe. Solange wie die Raffinesse nicht auf mystisch ist, wie jetzt seht bei mir, die blaue Umrandung, das heißt, sie ist bei mir auf mystisch. Das heißt, ich würde sie nicht mehr aus der Gildentruhe bekommen. Warum die Raffinesse? Die Raffinesse bringt halt einem Feind und einem zufälligen Feind 45 Schaden. Das heißt, sie greift 2 Feinde gleichzeitig an und sie gibt einem anderen Verbündeten 6 Mana. Schön bei der Raffinesse ist auch die Gabe der Raffinesse, nämlich einem Verbündeten des Dirks gibt sie 6 auf alle Werte bei Kombinieren von 4 oder mehr Edelsteinen. Und da die 3 alles Dirks sind, kriegen die erstmal mehr Mana. Beziehungsweise halt auch, wenn ihr Sturmufer als Klasse auswählt, wie ihr hier oben seht, ist euer Held auch automatisch ein Sturx. Wie das Team funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ja. Am Anfang versucht halt nach Vierer-Kombos zu schauen, versucht vielleicht zu gucken, ob ihr irgendwas Gelbes seht. Gut, Gelb sieht jetzt schlecht aus, dann versuchen wir halt auf Lila zu gehen oder halt auf Grün. Ist unten aufgeladen, dann nehmen wir das Bogen einmal zünden. Und jetzt seht ihr schon, es sind schon die ersten oben alle aufgeladen. Und jetzt geht es halt schön los mit den Sturks, also mit den Raffinessen. Nur alle Raffinessen durchzünden, die laden sich gegenseitig immer wieder auf. Und ihr seht... Man ist fertig. Deswegen, wenn ihr die Waffe nicht habt, nehmt 4-mal Raffinesse, weil die sich gegenseitig immer schön aufladen und dann könnt ihr euch gut pushen. Ich hoffe, euch gefällt das Team, so wie mir. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt, da könnt ihr mich einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch einen Kommentar schreiben, wenn euch etwas nicht gefällt. Ich würde mich freuen, euch demnächst hier wiedersehen zu dürfen, denn bei mir gibt es regelmäßig Videos zu Games of War. Danke fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.